Nicht RTX 2060, nicht RTX 2080, das One Gaming K738 NBL setzt auf NVIDIAs aktuell zweitschnellsten Tuning-Chip GeForce RTX 2070 in der für Laptops kompakten Max-Q-Bauweise. Das OneNotebook steckt in einem Gehäuse des Herstellers Clevo, das beim leichten Druck nicht nachgibt und auch nicht knarzt. Mit der in Stufen beleuchtbaren Tastatur lassen sich Texte angenehm tippen, auch wenn die F-Tasten am oberen Rand beim Zocken unangenehm warm werden. Die Ursache hierfür sind die darunter platzierten Heatpipes von Prozessor und Grafikchip. Das Touchpad bietet eine angenehm glatte Fläche, setzt Bewegungen und Tipps schnell und präzise um. Aber Zocker greifen ohnehin zu einer separaten Maus. Das 17,3 Zoll Display verfügt über schmale Ränder und eine Diagonale von knapp 44 cm. Spiele zeigt es in Full HD mit 1920x1080 Bildpunkten, schön scharf und mit kräftigen Farben. Dem aktuellen Oberklasse-Prozessor von Intel steht ein 16 GB großer Arbeitsspeicher des schnellen Typs DDR4 zur Seite. Die verwendete SSD im kaugummistreifengroßen M2-Format mit schnellem PCI Express 3.0-Anschluss bietet ein Fassungsvermögen von effektiv 233 GB. Zusätzlich gibt's noch eine 2,5 Zoll SSD mit 466 GB Speicher. Aktuelle Spiele wie Battlefield 5 brachte das Notebook mit bis zu 170 Bildern pro Sekunde auf das Display. In Full HD, schön scharf und mit einer sehr hohen Farbtreue. Klasse, den Bildwechsel erledigt es in nur 4,7 Millisekunden ohne hässliche Schlieren. Auch bei der noch viel detailreicheren, aber kräftezehrenden 4K-Wiedergabe von Spielen auf externen 4K-Monitoren zeigte das One alles ruckelfrei. Schade, der 3680 mAh Akku ist nach 2 Stunden und 36 Minuten restlos leer. Beim Arbeiten geht nach 2 Stunden und 32 Minuten das Licht aus. Das ist selbst für ein starkes Gaming-Notebook eher mager. Gut dafür, der Hersteller One legt Gaming K738 NBL, eine 12-Monats-Lizenz der Antivirensoftware BullGuard Internet Security, gratis bei. Dank hoher Geschwindigkeit, Top-Display und umfangreicher Ausstattung zählt das One Gaming Notebook zu den aktuell besten Gaming Notebooks, auch wenn die Akkulaufzeit nicht allzu üppig ist.